Hallo Leute, da bin ich wieder, diesmal mit dem Omsi-Spiel hier. Und zwar hat mir der Simosack hier mal so ein Prepaint gemacht. Ihr könnt euch noch erinnern, was er mir letztes Mal gemacht hat hier. Und zwar ist das der Bus hier. Den gucken wir uns jetzt mal von allen Seiten mal an. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber das sieht wirklich toll aus. Das war natürlich echt schön gemacht. Und gleich gehen wir auch mal auf die Fahrt mit diesem Bus hier. Mal gucken, was die Fahrgäste dazu sagen. Ob die überhaupt erkennen, worum es sich hier handelt. Dass hier Mehmet Oe, der YouTuber, hier draufsteht. So, dann starten wir mal die Maschine. So, wir fahren hier im Ruhrgebiet. Ruhrau nennt sich das hier. Ich kenne die Strecke selbst auch nicht. Der Simosack, der kennt alles. Wenn ihr mal so Fragen habt für die Strecke oder wie er das alles so gemacht habt, dann geht mal auf seinen Kanal und schaut einfach mal vorbei. Vielleicht macht er für euch ja auch mal so ein Prepaint mit euren Namen oder so, wenn ihr auch mal Busfahrer seid oder so einen YouTube-Kanal habt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. So, wir starten mal unsere Fahrt hier. So, da ist auch schon die erste Haltestelle hier. Welche war das denn jetzt? Ach, hier, die erste, glaube ich. So, da fahren wir jetzt mal rein. Da stehen auch schon ein paar Fahrgäste. So, mal gucken, ob die was sagen hier. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Es ist aber kalt hier. Was auch sonst. Zu meckern haben die ja immer etwas. Zu kalt hier. Dann drehen wir den mal gleich ein bisschen wärmer hier. Mal gucken, wo ist denn der Schalter hier überhaupt? Ah, da müsste der Schalter sein hier. Der steht doch schon auf warm. Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Naja, regen wir uns mal nicht auf und fahren mal weiter. Anstatt mal sich den Bus anzugucken oder so. Nein, es ist kalt hier. Wie gesagt, ich kenne die Strecke hier überhaupt nicht oder diese Stadt hier. Da fahren wir jetzt einfach mal laut Navi oder was das hier vorne ist. Der sagt mir dann mit Pfeilen hier, wir müssen hier rechts, links. So, mal gucken hier, ist erstmal rot. Bleiben wir mal hier stehen. Mal gucken, bis die Busampel uns freigibt. So, jetzt dürfen wir fahren. Was war das denn jetzt? Links, rechts, links rum, genau. So, fahren wir mal links. Einfach mal der Nase lang. Scheiße, so enge Gassen hier. Das ist wohl eine Einbahnstraße. Oh, kriegen wir aber hin. Kommen wir durch. Oh, passt schon. Nicht, dass wir den neuen Design hier schon direkt zerkratzen hier. Aber das macht Spaß. Schöne Fachwerkhäuser haben die hier. Ja. Ah, war schon eng. Aber hat geklappt. Gucken, ob irgendjemand mal den Bus hier erkennt, verdammt. Kopfsteinpflaster. Ratter, 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 ratter. Ich verstehe gar nicht, warum die ihr Kopfsteinpflaster benutzen hier. So, nächste Haltestelle. Mal gucken, ob die was zu meckern haben hier. Oh, was ein schöner Design. Mehmet OE-Reisen. Oh, schön. Oh, danke schön. Das hat der Simosack gemacht. Sieht gut aus, ne? Bitte. Endlich haben wir mal was gesagt, ey. Immer in den Spiegel gucken. Lieber einmal mehr gucken, als einmal zu wenig. So, wie war der denn jetzt hier? Nochmal rechts rum hier, ne? Machen Sie mal nicht so schnell, Herr Busfahrer. Wie bitte? Wollen Sie selber fahren oder was? Gibt's doch gar nicht. Und direkt wieder links. Ich
So, das sieht schon eine moderne Stadt aus hier. Oh, nächste Haltestelle. Oh, Kinder, die erkennen mich bestimmt. Oh, ist das nicht mehr Roé? Guten Tag. War das nicht gerade Mehmet Oe, der Busfahrer, der YouTuber? Ja, genau, ich bin's. Gut erkannt. Ihr könnt euch nachher Autogrammkarten abholen, wenn ihr wollt. Na, Sisse, ich sag doch. Selbst hier im Ruhrgebiet kennt man mich. Tja, so ist das nun mal. Letztens war ich ja in Leipzig, da habe ich auch einen Film drüber gedreht, Leute. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Wo müssen wir hier links? Links müssen wir hier rein. Und den werde ich euch auch mal zeigen. Was machen denn meine Fahrgäste da hinten? Ach, alles gut, alles ist in Ordnung. So, nochmal ein Durchblick hier über den Spiegel. Alles gut. Die Ampeln, die dauern hier genau wie in Lünen so lange. Das gibt's gar nicht. Bei uns in Lünen braucht eine Stunde, bis man die Lampe umschaltet hier. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt geht's mal hier direkt weiter hier. Wo Polizei? Oh, die Stadt, die gefällt mir, die Route hier. Könnte ich mich dran gewöhnen. Was macht der denn da? Mensch, fahr zur Seite! Was macht der denn da? Telefon darf man nicht rangehen. Und wieder rot. Das gibt's doch gar nicht. Wieder ein Polizeiauto. Was macht die denn da? Ist ja heute, suchen die Verbrecher oder was? Zum Glück. Gut, dass es nicht ans Handy gegangen ist. Seht ihr? Busfahrer und Handy. Das geht nicht gut, Leute. So, nochmal ein Blick hier auf den schönen 405 Mercedes. Mit dem tollen Mehmet Oe Design. Tanken brauchen wir nicht. Da ist eine Aral-Tankstelle. Bleib stehen, du. Sah so aus, als ob der nicht stehen bleibt. So, wieder eine Haltestelle. Gar nichts. Das ist die Jugend von heute. Da ärgere ich mich ja jedes Mal drüber, ne? Am frühen Morgen oder mittags oder abends, die kommen rein, halten dir das Ding hier vor der Nase, aber anstatt mal hallo, guten Morgen, guten Tag, nein, ich weiß nicht, was die beigebracht bekommen vom Elternhaus. Da reg ich mich jedes Mal auf, aber ich sag ja auch stur dann auch nichts. Weil die kommen ja hier bei mir rein. Aber wenn einer natürlich dann Hallo sagt, dann sage ich auch Hallo. Oder vielleicht mal so ein Smalltalk. Was machen die denn da? Was packen die denn da alle? Gibt es da was umsonst, Leute, oder was? Mitten im Wald? Aber die Autos sind leer. Na, bestimmt Park and Drive oder so. So, noch wenige Meter. Da sind wir, glaube ich, am Ziel. So, jetzt hier nochmal links. Ja, schön immer weit großen Bogen. Jawohl. Und da ist auch schon die nächste Haltestelle. Schöne Mädels. Hallo, wo geht's denn hin? Eine Kurzstrecke bitte. 5 Euro? Haben Sie sich kleiner? Nein, leider nicht. Ich habe nur die 5er. Ja. So, 2,80. Restgeld kommt sofort. Ihr Restgeld. Können Sie behalten. Geht die einfach ohne Geld mitzunehmen. Hm. Naja, egal. Aber wieder Trinkgeld, können wir Kaffee trinken. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt hier rechts rein. Jawohl. Wirklich schöne Gegend hier.
so langsam habe ich die Nase voll jetzt hier die ganze Zeit. Ach, hier so ein Mercedes, Oldtimer und sowas hier zu fahren. Und im Winter ist das nun mal so. Linie. Es ist halt mal Zeit, dass wieder Sommer wird. Und einmal um die Kirche rum. Schon wieder jemand. Kommt ihr mit oder nicht? Wollen gar nicht mit. Ah, will jemand aussteigen. Okay. Ich habe immer so viele Leute zu transportieren. Ich sehe so viele Gesichter jeden Tag. Manchmal, die erkennt man schon, da gibt es schon mal so einen Smalltalk. Hallo, wie geht's, wie steht's und rund. Ach ja, so ist das Busfahrerleben eben halt. Nicht so laut reden. Die hört immer noch zu dir. Okay, aber vielleicht ist sie auch schwerhörig. Gehen wir mal weiter. Damit es nicht langweilig wird, die Fahrt. Sonst wird es echt als Linienbusfahrer immer langweilig. Aber wenn ich mit Reisebus unterwegs bin, immer wieder was Neues. Immer wieder eine neue Gruppe, neue Truppe. Und wir haben ja schon lange keine rote Ampel mehr gehabt. Wieder rot. Ging aber schnell. Diesmal. Zum Glück. So, nächste Haltestelle. Sitzt da jemand oder was ist das da? Nee. Ach, die Oma, die will hinten aussteigen, bestimmt. So, die Oma ist weg. Jupp, Türen zu. Leute raus. Und weiter geht's. So, das dürfte jetzt eigentlich hier rum. Da ist ja auch schon der Bahnhof, die Endstation, jawohl. Upp, was macht der denn da? Wart jetzt rechts vor links oder nicht? Ich hab kein Schild gesehen. Naja, nichts passiert. Lieber bremsen als reinkrachen. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Wer steht, hat recht. Kennt ihr das? So Leute, wir haben es geschafft. Alle Leute mal rausschmeißen hinten und wieder mal gut gefahren. Dank auch dem Simosack, der auch hier dieses Prepaint und alles so gestellt hat. Schaut bei ihm auch vorbei. So Leute, in diesem Sinne, ich mache alle Türen zu, Tore zu und bis dann, euer Mehmet Oe.